super, dass du da bist. Einfach super, dass du da bist. Einfach super, komm, wir loben Gott den Herrn. Wir klatschen. Einfach super, komm, wir klatschen. Einfach super, komm, wir klatschen. Einfach super, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach super, komm, wir klatschen. Einfach super, komm, wir klatschen. Einfach super, komm, wir loben Gott den Herrn. Oh, Kumpa, einfach super, komm, wir Kumpa. Einfach super, komm, wir Kumpa. Einfach super, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach super, komm, wir Kumpa. Einfach super, komm, wir Kumpa. Einfach super, komm, wir loben Gott den Herrn. Wir schuten. Einfach super, komm, wir schuten. Einfach super, komm, wir schuten. Einfach super, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach super, komm, wir schuten. Einfach super, komm, wir schuten. Einfach super, komm, wir loben Gott den Herrn. Oh, jetzt sind wir ein bisschen wach geworden. Ich sehe einige sitzen noch. Steht doch alle auf und macht mit. Und wir haben ein neues Lied dabei. Und es heißt Jesus, Gott und Heiliger Geist, zusammen sind sie drei und doch eins. Und die Bewegung geht so. Jesus ist ja in unserem Herz, also Jesus, Gott, der oben ist, der über allem steht, und der Heilige Geist, der immer uns um ist. Und zusammen sind sie drei und doch eins. Hey, macht alle mit. Sagt auch den anderen, sie sollen mitmachen und aufstehen. Dann fängt es am meisten. Jesus, Gott und Heiliger Geist, zusammen sind sie drei und doch eins. Jesus, Gott und Heiliger Geist, zusammen sind sie drei und doch eins. Jesus ist mein Freund, Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist mein Freund, oh, er hat mich fest lieb. Jesus, Gott, du Heiliger Geist, zusammen sind sie drei und doch eins. Jesus, Gott und Heiliger Geist, zusammen sind sie drei und doch eins. Gott, er ist mein Vater, Liebe und mein Schöpfer. Gott, er ist mein Vater, und er hat mich fest lieb. Jesus, Gott und Heiliger Geist, zusammen sind sie drei und doch eins. Jesus, Gott und Heiliger Geist, zusammen sind sie drei und doch eins. Und der Heilige Geist hilft mir zu verstehen, und er hilft mir, die richtigen Wege zu gehen. Und der Heilige Geist hilft mir zu verstehen, und er hilft mir, die richtigen Wege zu gehen. Jesus, Gott und Heiliger Geist, zusammen sind sie drei und doch eins. Jesus, Gott und Heiliger Geist, zusammen sind sie drei und doch eins. Jesus, Gott und Heiliger Geist, zusammen sind sie drei und doch eins. Jesus, Gott und Heiliger Geist, zusammen sind sie drei und doch eins. Hey, super. Und das ist gar nicht so einfach zu verstehen, irgendwie drei und doch eins. Und ich habe mir da ein paar Gedanken drüber gemacht und dachte mir, ist schon ein bisschen kompliziert. Und dann fiel mir ein, ist ja eigentlich so ein bisschen wie Wasser. Weil Wasser ist flüssig, man kann die Hände waschen, man kann drin schwimmen und man kann auch drauf laufen. Aber erst, wenn es im Winter zugefroren ist und eine dicke Eisschicht ist, wie Eis. Und wenn da die Sonne kommt, dann schmilzt das Wasser und es wird wieder flüssig.
und es verdunstet und steigt in die Luft und es kommen sogar Nebel und Wolken. Was? Wolke? Ja, sie jetzt erst reingeschwätzt. Ja, sie? Ja, bin ich noch nicht dran? Nein, noch nicht ganz. Oh, Entschuldigung. Oh, oh. Aber was war dein Problem mit Wolken? Ein grosses, sehr grosses Problem. Komm, Jassi, wir hocken gleich an. Ja, erzähl doch mal, Jassi, was ist dein Problem mit den Wolken? Jassi, vielleicht tust du zuerst mal noch Hallo sagen, bevor du gerade mit deinem Problem anfängst. Okay, hallo. Ein bisschen motivierter vielleicht. Okay, hallo! Gut, super. Hey Kids, mega toll, wir haben uns mega gefreut, gell, Jassi? Ja, mega! Yes! Heute sind wir wieder da bei euch. Und wir erzählen eine Geschichte. Nein! Was denn nein? Ein Problem. Wir erzählen ein Problem? Mhm. Das ist ja wahnsinnig spannend. Ja. Also, was ist denn dein Problem? Der Donnerstag. Was haben wir am Donnerstag gemacht? Der Donnerstag! Hallo! Pfff! Ist am Donnerstag etwas passiert? Hey, weißt du das nicht? Sorry, nein, gerade nicht, nein. Also Kinder, wisst ihr, was am Donnerstag war? Okay, jetzt weiss ich, von was du redest. Was? Redest du von Auffahrt? Aha, genau! Das ist mein Problem! Wieso ist das dein Problem? Nein, das nervt! Was nervt? Auffahrt! Also ich nehme an, die meisten Kinder denen nervt es gar nicht, weil die haben dann frei gehabt. Ja, ich auch, wegen dem nervt es gleich. Also, Jassi, was genau ist nervig? Und wenn wir nicht lieber zur Geschichte gehen? Nein, also die Geschichte nervt. Oh. Excuse, Kids, ich habe eigentlich etwas anderes vorbereitet. Ich nicht! Also, jetzt müssen wir da irgendwie wieder aus dieser Patsche rauskommen. Also ich nicht! Also Jassi, erzähl mal von deinem Problem. Also Nisrodlein ist in dieser Geschichte und vielleicht erzählst du Geschichte, weil dann checkt ihr auch Nisrodlein. Okay, also. Wir erzählen, also du meinst die Geschichte von Auffahrt? Ja! Okay, also die habe ich dir ja schon am Donnerstag erzählt. Ja, eben, seitdem habe ich Nisrodlein. Okay, also Kids, wir erzählen mal die Geschichte. Ihr erinnert euch, letzten Sonntag hat Gabriela mit der Susan zusammen die Geschichte erzählt, wo Jesus der Jünger erschienen ist. Dort, wo sie am Fischen waren. Ja, das war mega cool. Hey, habt ihr gewusst, nachher alle Kids live 3-0 noch hören? Ich habe es 3-0 gelesen. Wissen Sie warum? Warum hast du das 3-mal gelesen? Das hat mich eigentlich eh schon Wunder genommen. Die haben ein extra Schiff, das nicht da hatte. Ein Schiff, das musst du sehen. Ganz schauen. Wenn du es nicht gesehen hast, dann musst du es wirklich sehen. Okay, also, das stimmt. Das war mega cool. Die Kids gehen das nachschauen, wenn sie es nicht sehen. Ja! Okay, eben, Jesus ist verschiedenen Jüngern erschienen, nachdem er gestorben und auferstanden ist. Und zum Beispiel eben den Jüngern, die hier am Fischen waren und dann haben sie zusammen gemörgelt. Haben sie auch Senf gemacht? Ich habe das gemacht, gell? Wir haben das gemacht. Ja, wir haben das auch gemacht, aber nicht mit Senf, gell? Nein, nicht mit Senf. Zum Glück. Also, und er ist auch noch anderen Jüngern und anderen Leuten erschienen. Und dann, Achtung, jetzt kommt's Trolin. Jassi, jetzt muss ich die Geschichte erzählen. Du immer mit deinem Problem. Ja, es ist ernsthaft. Okay, also wir erzählen weiter, als wäre nichts gesehen. Also, dann hat Jesus all seinen Jüngern gesagt. Übrigens. Was, Jassi? Jünger, sind das eigentlich Kinder noneinander? Hey, weißt du, in der Geschichte, die ich erzähle, heisst sogar genau, welche Frauen auch dabei waren. Aha, Glück gehabt. Hat es auch Kinder gehabt? Das steht nicht, aber es könnte ja sein, dass du nicht einmal nachforschen Kids, das ist nicht ich, kein Problem. Ich schaue auf die Kids, die dabei waren, okay? Okay. Kann ich weiter erzählen? Ja, klar. Also,
Eben, Jesus hat seinen Jüngern gesagt, hey, kommen wir machen zusammen einen Ausflug. Und dann ist er mit den Jüngern zusammen und den Frauen und den Kindern, die ich ja erklären tue. Ja. Mit denen ist er aufgegangen auf einen Berg. Und sie haben sich dort auf dem Berg versammelt. Und ich stelle mir das so vor, dass Jesus dort auf dem obersten Teil von dem Berg war. Ist der hoch gewesen? Das weiß ich jetzt nicht so genau. Nein, ich glaube, der war nicht so hoch. Das war der Ölberg. Okay. Keine Wanderschuhe. Das weiß ich nicht so genau. Oh, schade. Also, sie sind auf diesem Berg rauf. Und Jesus hat die Jünger um sich gesammelt. Und dann hat er ihnen ganz viele Sachen gesagt. Zum Beispiel hat er ihnen gesagt, liebe Jünger, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erde. Also weißt, das heisst zum Beispiel, er kann auf dem Wasser laufen, er kann den Sturm beruhigen und solche Sachen. Zum Beispiel, genau. Also, er hat gesagt, hey, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Und geht in die ganze Welt und erzählt das den Leuten, was ich euch erklärt habe und was, wie ich mit euch gelebt habe, das ihnen erklären, ihnen das Zeug zeigen. Und das nervt. Wieso nervt jetzt das? Das ist doch doof. Also Jassi, erklär mal, warum findest du das doof? Warum sagt er ihnen, dass sie das machen sollen? Warum macht er das nicht selber? Er hat es ja die ganze Zeit gemacht. Ja, aber schau, das nervt. Denn er kann ja, warum geht er weg? Er könnte einfach die uns sein und nicht uns zusammen das Zeug machen. Und es nervt, dass er sagt, tschüss zusammen, ich gehe jetzt ins Nindes allein machen. Aha, die nervt, dass er nicht mehr da ist. Ja, also die Jünger, die sind wirklich, die haben es nicht gecheckt. Warum haben jetzt die Jünger nicht gecheckt? Sie hat das verhindert, dass er einfach so in die Luft geht. Also, look. Also, wie hätte sie das verhindern sollen? Wenn Jesus zurück möchte in den Himmel zu seinem Vater, dann hätte sie das schlecht verhindern können. Doch! Wie? Sie hat ihn zum Beispiel anbinden. Anbinden? Aha. Oder heben. Heben. Aha. Schau, das ist gleich wie, er ist in den Himmel gegangen. Das ist wie ein Luftballon. Da kannst du auch heben und dann geht er nicht in den Himmel. Das hätte sie einfach machen können. Und wenn sie das gemacht hätte, dann wäre er jetzt noch da. Mann! Das nervt dich, hä? Ja, sehr! Ja, also erstens, Jesus ist kein Luftballon. Ja, eben leider. Also gut, ich bin eigentlich noch froh, dass er das nicht ist. Ja, okay, ich auch, aber jetzt für das nicht. Okay, Jassi, schau, ich habe dir noch etwas vergessen zu sagen. Was? Jesus hat seinen Freunden und seinen Jüngern noch andere Sachen gesagt, bevor er in den Himmel gegangen ist. Was denn? Etwas Wichtiges? Ja, ich finde schon, ja. Also sag, das hast du am Donnerstag nicht gesagt. Ja, ich habe nicht gewusst, dass du so Krise schreibst seit dem Donnerstag. Ja, also sag. Also. Er hat seinen Jüngern zum Beispiel gesagt, nachdem er das andere gesagt hat, wir gehen in die ganze Welt. Und vergesst nicht, ich bin immer bei euch, bis ans Ende von aller Zeit. Das bedeutet, er ist immer bei uns und das zählt auch für uns. Er ist immer bei uns und er lässt uns nie allein, bis unsere Zeit fertig ist. Ja, das ist ja noch unlogischer. Warum? Ja, also zuerst sagt er euch die Energie euch und dann geht er. Hallo? Also, er hat noch etwas gesagt. Was? Er hat gesagt, und wenn ich dann gegangen bin, dann wartet und versammelt euch da in Jerusalem, das war übrigens in Jerusalem, wartet in Jerusalem in einem Haus, wo sie sich immer versammelt haben, und betet dort wartet zusammen, bis ich den schicke, bis ich jemanden schicke. Oh, wer denn? Ehrlich gesagt, übernächste Woche haben wir ja nochmal einen Tag frei. Und dann feiern wir das. Ich tue jetzt das nicht alles erzählen. Das kommt dann nächste Woche im Kids Livestream. Oh, da schaue ich dann. Ich habe noch keinen für das. Da schaue ich. Mhm. Da können wir dann zusammen schauen. Aber auf jeden Fall hat Jesus jemanden versprochen, der immer bei uns ist. Okay.
Weißt du, ich erzähle noch Geschichte fertig, ist gut? Ja, die ist noch gar nicht fertig, gell? Also, nachdem Jesus das mega lang mit ihnen die Sachen besprochen hat, wie das dann ist, wenn er nicht mehr bei ihnen ist, ist eine Wolke gekommen und die Wolke hat ihn eingehüllt und hat ihn rauf in den Himmel genommen. Ey! Krass! Ich nehme an, die so, ich habe mega lang raufgeschaut. Und das hat er, das haben alle Jungen natürlich auch gemacht. Sie haben mega lang in den Himmel raufgeschaut, bis Jesus nicht mehr gesehen haben in dieser Wolke. Und dann plötzlich vor ihnen, was? Sind zwei Männer gestanden, ganz in Weiß und sie haben geleuchtet. Oh, wie heissen die? Oh, Jassi, die haben wieder mal keinen Namen. Ach, ich weiss, zwei Namen. Wie? Der Blinko und der Blanco. Der Blinko und der Blanco? Aha, weiss und leuchtig, wie in der Waschmittelwertung. Okay, das sind eigentlich zwei Engel, die nennt man eigentlich nicht Blinko und Blanco. Ich schon. Also, auf jeden Fall, die sind dann, alle Jünger, die sind dann in das Haus gegangen, wo Jesus ihnen gesagt hat, wo sie sich versammeln sollen. Und dann sind sie dort angegangen und haben zusammen gebetet. Und haben gewartet, bis der kommt, wo Jesus ihnen gesagt hat. Okay. Also, vielleicht tue ich jetzt auch ein bisschen beten und warten, bis sich Jesus nicht merkt, dass er auch da ist. Ja, weißt du, ja, es ist absolut okay, dass wir manchmal gefrustet sind. Ich bin manchmal auch gefrustet. Ich würde manchmal auch Jesus gerne sehen und haben, dass er da ist. Aber die Jünger mussten auch damit zurechtkommen und lernen, ihre Beziehung zu Jesus anders zu leben. Okay. Okay. Hey, Franzi. Bist du schon da? Ja. Oh. Hallo. Hey, du hast ja wirklich ein Problem gehabt mit der Wolke. Ja, geil. Das ist wirklich doof, dass die Wolke da kam und einfach einen Jesus mitgenommen hat. Ja. Aber weißt du was? Und wisst ihr was? Ich habe jetzt noch was mega Cooles für euch. Und zwar, wie ihr eine Wolke machen könnt. Und zwar in einer Flasche. Ihr braucht eine Flasche, am besten 1,5 Liter, und füllt sie mit dem Drittel warmen Wasser. Schraubt den Deckel zu, schüttelt sie und schaut, was passiert. Ihr drückt und lasst wieder los. Was passiert? Nichts. Richtig. Wir brauchen nämlich noch etwas. Ihr braucht einen Assistent, am besten Mami oder Papi, für Streichhölzli. Das zünden wir an und tun es dann in die Flasche rein. Den Rauch seht ihr, das machen wir schnell wieder zu. So, und jetzt machen wir das Ganze nochmal. Wir drücken. Seht ihr was? Jetzt ist ganz klar, es passiert nichts. Und jetzt lassen wir die Flasche mal los. Drücken nochmal. Sie wird ganz klar. Und wenn wir sie loslassen, dann beschlägt sie. Das kommt durch einen Hochdruck. Hochdruckgebiet, das steigt die Temperatur und die Wassermoleküle, die flitzen hin und her und springen aneinander. Und sobald wir fest loslassen, besteht ein Unterdruck, ein Tiefdruck und die Temperatur wird kälter und die Wassermoleküle, die hängen sich auf einmal aneinander. Und der Trick war, dass wir Rauch in die Flasche haben, Schmutz. Und daran können sich jetzt nun die Wassermoleküle bilden. Wolke ist da, Hochdruck, es geht wieder weg. Und jetzt lassen wir die Wolke sogar noch raus. Achtung, wir machen ein Hochdruckgebiet. Schrauben auf. Und die Wolke geht. Habt ihr es gesehen? Die Wolke ist raus. So, und das könnt ihr natürlich auch zu Hause ausprobieren. Und wir haben noch eine Aufgabe für euch. Die Idee von einem coolen Spiel, wenn nämlich so Wolken und Nebel kommen, dann ist man wie versteckt, man sieht einen nicht mehr. Und ihr könnt zu Hause ein verkehrtes Verstecken spielen. Und zwar tut sich einer, der zählt nicht, sondern er versteckt sich und alle anderen zählen und suchen den. Und sobald ihr den gefunden habt, versteckt ihr euch auch dort. Bis am Schluss alle an dem gleichen Platz sind, in dem besten Versteck.
Hey, und schaut, dass in eurem Versteck wirklich viel Platz ist für so viele Leute, die auch mitspielen. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Und wir wünschen euch eine schöne Woche, eine gesegnete Woche. Und in 10 Minuten geht's weiter mit dem Livestream-Gottesdienst. Nehmt euch noch was zu trinken, geht aufs WC, holt eure Bibel und seid mit dabei. Tschüss!